Nach dem Sieg über Pyrdakor können sich Elfen, Zwerge und auch Menschen endlich in Aventurien ausbreiten. Im Süden des Kontinents dominieren in der Folge zwei Menschenvölker. Im Osten als die Nachfahren der Sumurra die Tulamiden, die das diamantene Sultanat gründen und sich in exischer Mystik verstricken. Im Westen landen circa zur gleichen Zeit, anderthalb Jahrtausende vor dem Fall Bosporans, die ersten güldenländischen Siedler und gründen einige Jahrhunderte später das Bosporanische Reich. Es handelt sich um Dorinther, von denen sich alle heute lebenden Mittelländer ableiten und die ihren Heimatkontinent als verfolgte Anhänger einer religiösen Sekte, die nur sechs wahre Götter anerkannte, verließen. Durch die Frevel der myranischen Herrscher, die zu diesem Zeitpunkt der Erzdämonen Charybdoroth verfallen waren, sieht sich der Meeresgott Effard gezwungen, den sogenannten Effardwall zu errichten und so Aventurien dauerhaft von Myranor zu trennen. Noch heute macht es der Effardwall myranischen Schiffen unmöglich, Aventurien anzusteuern. 568 vor Bosporans Fall kommt es zur ersten Dämonenschlacht, als Kaiser Fran Horas Dämonen gegen die aufständische Provinz Gareth im Norden schickt. Die Dämonen wenden sich in der Folge der Schlacht auch gegen den Kaiser und sein Heer, das vollständig aufgerieben wird. Fran Horas verfällt dem Wahnsinn und wird in die Niederhöllen gezogen. Mit dieser Katastrophe beginnen die dunklen Zeiten, die 400 Jahre lang andauern sollen und in denen das ehemals stolze bosporanische Imperium in Trümmern liegt. Was im Jahre 0 Bosporans Fall passiert, kann man sich denken. Erneut erheben sich die Garitha gegen den Unterdrücker aus Bosporan. Diesmal setzt Kaiserin Hela Horas Dämonen gegen die Aufständischen ein, doch Raul von Gareth siegt mit einem Heer und dem Beistand der Götter, die sogar leibhaftig auf dem Schlachtfeld erschienen sein sollen. Bosporan fällt und wird geschliffen. Mit dem Mittelreich wird das neue Reich ausgerufen, dessen Kaiserwürde von dort an bei den Nachfahren Rauls von Gareth liegt. Doch auch in den folgenden 1000 Jahren gibt es finstere Zeiten. 335 nach Bosporans Fall schwingt sich die Praios-Kirche zum Herrscher über das Reich auf und verfolgt fanatisch alle Andersdenkenden. Erst über 100 Jahre später kann diese Herrschaft durch Rohal den Weisen beendet werden. Der mächtige und gütige Magier verjagte grausamen Praios-Priester, tritt für Toleranz und Gerechtigkeit ein und herrscht selbst über 100 Jahre. Seine Herrschaft wird erst durch den Krieg gegen seinen Bruder, den genialen Dämonenmeister Borbarad, beendet. Dieser fordert Rohal in der Schlacht in der Gorischen Wüste heraus und beide verschwinden infolgedessen spurlos. Heute wissen wir, dass Rohal und Borbarad die Inkarnation uralter Mächte sind, deren Konflikt sich wie ein roter Faden durch die Geschichte zieht. Um Rohals Nachfolge brechen danach die Magierkriege aus, die zur Entstehung der drei Magiergilden führen, ansonsten aber für weitreichende Verwüstung sorgen und bedingen, dass im Neuen Reich kein magisch Begabter mehr auf dem Kaiserthron sitzen darf. In den folgenden Jahrhunderten zerfällt das Mittelreich immer stärker. Nach über 800 Jahren regiert das Haus Gareth wieder über das Reich, aber die Kaiserzwillinge Cella und Bardo lassen es in Dekadenz untergehen, bis schließlich ihr Cousin Reto die Sache in die Hand nimmt und die beiden kurzerhand vom Thron wirft. Der harte Knochen führt das Mittelreich in der Folge wieder zu Wohlstand und fügt ihm zudem die Insel Maraskan hinzu. Dies jedoch nur durch einen grausamen und kostspieligen Krieg, der das Reich auch in der Folge noch belasten wird. Im Jahr 965 bringt ihm seine Frau Rohaya die Zwillinge Hal und Selinde zur Welt, doch Selinde und Rohaya sterben kurz nach der Geburt. Diese schicksalshafte Nacht ist von einigen Legenden umrankt und es wird in der Folge oft gemunkelt, dass mit dem Prinzen etwas nicht stimmt. Im Jahr 993 stirbt auch Reto und ein Jahr später wird Hal zu seinem Nachfolger ausgerufen. In diesem Jahr spielt das erste erschienene Abenteuer aus der Reihe Das Schwarze Auge, das 1984 veröffentlicht wurde.